Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, Herr Fack, bei dem wir vorher waren, mit der jugendfreundlichen Kommune. Welche Formen gibt es denn bisher schon für Jugendliche, wenn sie sich aktiv bei Ihnen in der Kommune engagieren wollen, politisch? Welche Formen gibt es da schon und an wen wendet man sich denn als Jugendlicher am besten, wenn man da Interesse hat, mitzusprechen, mitzu, ja, arbeiten? Also gerade in der Pandemie gibt's einen Gedankengang, der aufgegriffen wird, stark auch von der Bundesebene, muss man an der Stelle sagen. Aber im Landtag wurde das auch sehr stark diskutiert. Da darf ich auch nochmal wirklich mich herzlich bedanken. Da gab es nämlich eine Expertenanhörung zum Thema Jugendbeteiligung, sehr getragen und geprägt von jungen Menschen direkt. Und das nimmt was auf, was als Gedankengang bei uns schon länger da ist, nämlich Jugendparlamente. Das ist so ein Sammelbegriff. Und unter Jugendparlament stellt man sich sehr schnell was vor. Das ist mir dann schon wieder zu eng. Warum? Sie haben nach den Formen gefragt. In den Kommunen wird häufig inzwischen dann gedacht, wieder von Erwachsenen, na, jetzt brauchen wir auch sowas. Oder früher hatten wir es, ein Bürgermeister richtet sich jetzt ein Parlament ein. Also wenn sich, gedanklich gesprochen, der Ministerpräsident ein Parlament einrichten würde, dann wäre das ja irgendwie schräg. Das ist ja umgekehrt. Ja, das muss man immer wieder mal daran erinnern, dass es vielleicht anders läuft. Und deswegen ist die Frage nach den Formen eine sehr, sehr gute, weil es nämlich ganz unterschiedlichste Formen gibt. Und darum geht es mir. Es kann sein, eben ein Jugendparlament tatsächlich institutionalisiert, gewählt von Kindern und Jugendlichen, wohlgemerkt, die die Anliegen von jungen Menschen bündeln, dafür zum Beispiel eigenes Budget haben oder ein Antragsrecht direkt in den Gemeinderat, weil sowas sieht die Gemeindeordnung noch gar nicht vor, aber es kann eine Gemeinde für sich verpflichtend festlegen, wenn die was beschließen, kommt es bei uns rein. Oder sie bekommen direkt Geld, um selber zu gestalten. Alle die Formen gibt's. Es kann aber auch einfach sein, dass man Jugendforen hat oder wo wir gerade von Jugendringen häufig angestoßen, Zukunftswerkstätten stattfinden lassen, sehen in Landkreisen, wo junge Menschen einfach überlegen, wie will denn ich, dass eigentlich mein Nahraum aussieht, was müsste passieren? Also da, wo junge Menschen wirklich wahrgenommen werden und ernst genommen werden, da ist schon mal Form gegeben und die kann immer weiter sich durchstellen und durchgestalten. Und gerade das Punkt Jugendparlament, das ist eins, was, glaube ich, viel stärker auf die Agenda kommt. Da gibt es von uns auch dementsprechend schon Beschlusslagen seitens des Bayerischen Jugendrings. Wir werden es in der nächsten Vollversammlung, das ist unser Parlament, auch noch mal deutlicher zum Thema machen. Wie könnten Jugendparlamente und Jugendbeteiligungsformen aussehen? Und wir sind also schon länger im Prozess drin, aber es gibt gerade so einen Push. Und bevor es zur nächsten Frage geht, habe ich gleich einen Tipp für einen Tobias, nämlich eine Jugendinfostelle hat man im Kreis Jugendring München Stadt. Ist also, wenn du mal im Parlament bist, gar nicht so weit, da kannst du mal hingucken. Das gab es tatsächlich bei einigen Jugendringen solchen Jugendinfostellen und die gibt es auch immer noch. Ich komme vorbei. Vielleicht kann man mal was schon da war, wieder neu entdecken. Frau Barkos, ich möchte noch mal an Sie übergeben. Sie sind ja nicht nur Mitglied im Landtag in Wien, sondern ja auch im Gemeinderat, also sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene da politisch unterwegs. Was würden Sie denn sagen, welchen Stellenwert haben denn solche jugendpolitischen Gremien wie Jugendparlamente zum Beispiel, über die wir gerade gesprochen haben? Welchen Stellenwert, welche Bedeutung haben die denn bei Ihnen in der Politik auf kommunaler Ebene? Ja, ich möchte nur vielleicht, bevor ich auf die Frage eingehe, kurz erklären, warum ich sowohl im Landtag bin wie auch im Gemeinderat. Das ist Gerne. vielleicht nicht ganz so verständlich, warum das der Fall ist. Das ist nicht, weil ich mich in zwei Gremien habe wählen lassen, sondern in Wien ist es so, dass Wien sowohl Bundesland ist wie auch Gemeinde. Also so wie es Niederösterreich gibt, Oberösterreich und alle anderen Bundesländer, ist Wien eben auch ein Bundesland, aber auch eine Gemeinde. Und dementsprechend haben wir sowohl einen Landtag wie auch den Gemeinderat. Das heißt, wenn ich über Kommunalpolitik spreche, dann meine ich eigentlich irgendwo sowohl diese Landesebene wie aber eher eigentlich in Wahrheit die Bezirke, also die Stadtviertel. Wien ist in 23 Bezirke aufgeteilt und jeder Bezirk hat auch seine eigene Bezirksvertretung. Und dort, und das hat schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, ich möchte anmerken, NEOS, also meine Partei, ist momentan jetzt seit genau einem Jahr Teil der Stadtregierung in Wien. Also wir sind in Verantwortung, allerdings erst seit einem Jahr. Und
möchte daher auch fairerweise dazu sagen, es hat schon vor einigen Jahren begonnen, dass es in diesen Bezirksvertretungen die Bestrebungen gab, Jugendlichen mehr Stimmrechte auch zu geben. Und da hat es angefangen, dass es Kinder- und Jugendparlamente in den Bezirken gegeben hat. Die gibt es jetzt auch momentan in fast jedem Bezirk. Und zwar mit dem Hintergrund, und das finde ich wirklich sehr klug und vernünftig, dass sich Menschen, vor allen Dingen aber in Wien ist es irgendwie ein Phänomen, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel eben in Bayern oder in Deutschland allgemein auch der Fall ist, dass sich Menschen vor allen Dingen mit diesem Stadtviertel identifizieren. Das heißt, wenn sie irgendwo aufwachsen, merkt man auch, das Interesse geht dorthin, wo diese unmittelbare Lebensumgebung ist. Und man hat gemerkt, Jugendliche sind vor allen Dingen natürlich im öffentlichen Raum unterwegs. Sie haben Wünsche, was zum Beispiel die Gestaltung des öffentlichen Raums betrifft, wünschen sich am Spielplatz etwas. Und da hat man eben die Möglichkeit geschaffen, wirklich über Workshops, das heißt über wirklich richtige, auch pädagogisch wertvolle, Methoden, Anträge zu stellen. Das machen die Kinder und Jugendlichen. Und bringen es dann in die Bezirksvertretung ein. Und dort wird dann über die Bezirksräte, also die Parlamentarier auf Bezirksebene, also beraten dann drüber und stimmen auch drüber ab. Jetzt hat man natürlich manchmal das Problem, also man kann sich's gut vorstellen, glaube ich, bei Kindern und Jugendlichen gibt es halt manchmal Wünsche, die man nicht erfüllen kann. Ich gebe ein Beispiel. Im ersten Bezirk, man kennt vielleicht den Stephansdom und das Parlament, haben sich Kinder gewünscht, beim Stadtpark, wo ganz viele Enten sind, dass man einen Entenweg über den Ring baut, wo die Autos fahren, weil natürlich die Enten sonst in Gefahr sind. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist etwas schwierig, einen eigenen Entenweg zu bauen. Aber was dann zum Beispiel gemacht wird, ist wirklich in diesen Workshops sich mit den Kindern zusammenzusetzen und über Tierschutz zu sprechen und welche anderen Möglichkeiten es gibt, hier in diesem Stadtpark, also konkret im ersten Bezirk, für Tierschutz zu sorgen und die Anträge umzuformulieren. Und damit schafft man, finde ich, auch etwas, was wirklich sehr schön ist, nämlich so dieses Demokratiepolitische. Okay, deine Idee ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber wir machen was draus und wir versuchen, das Gemeinsame zu finden. Und das finde ich sehr schön und das wird in Wien wirklich auf der kleinsten politischen Ebene gelebt. Ist super spannend. Also das sind ja richtig fixe Strukturen, bei denen die Jugend ganz konkret mit eingebunden wird und ernst genommen und auf Augenhöhe betrachtet wird. Genau. Herr Gotthardt, wie sieht es bei uns in Bayern aus? Gibt es da ähnliche Strukturen? Wie ist bei uns der Stellenwert von solchen jugendpolitischen Gremien? Also wir haben auch viele Gemeinden, die das schon sehr, sehr gut und intensiv leben. Ich war selber als Jugendlicher in meiner damaligen Heimatgemeinde in Burglengenfeld, habe da aber der Jugendbeauftragte, habe selbst ein Jugendparlament mitgegründet. Also das gibt es wirklich auch schon, schon lange. Trotzdem kann man es weiter ausbauen. Und das ist auch der Grund, warum wir ja auch im Rahmen unseres Jubelpakets, also Jubel heißt Jugendbeteiligung auf Landesebene, als Fraktion, als einen von inzwischen 12 Anträgen, die ihn eingebracht haben, der sagte, wir lassen gerade prüfen, wie wir die Jugendparlamente in ihrer Vielfalt, ich nehme jetzt mal auch diesen Oberbegriff, der aber vieles beinhalten kann, verankern können in der Kommunalgesetzgebung und wie wir zum Beispiel auch verpflichtend einmal im Jahr eine Jugendbürgerversammlung vorschreiben können. Da muss man natürlich mit den kommunalen Spitzenverbänden reden, das ist klar, die müssen es nachher auch umsetzen, aber ich glaube, man muss als Land schon auch klar sagen, wir wollen eine Beteiligung der Jugendlichen sowohl in der Kommune als auch im Land.